Nicht gesehen. Hier ist alles geschwollen. Das ist Grumpy Cat. Oh, die Luft ist so wahnsinnig schön. Guten Morgen. Ich nehme jetzt erstmal meine Tabletten. Es ist kurz vor 8. Ich habe die beiden Mäuse schon gefüttert, so gegen 7. Mach mir jetzt mal einen Kaffee und starte mal den Morgen etwas entspannter. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, heute bräuchte ich das mal. Ja, ja. Mehr habe ich gerade nichts zu sagen. Tschö. Das ist Ritter Rost. Den habe ich immer mit Clara und Co. so ewig viel geguckt. Und den gucke ich jetzt. Das ist der zweite Film. Trinkt dabei meinen Kaffee. Und diese Pflanze, die ist, seitdem ich Heizung anhabe, richtig, richtig traurig. Das Problem ist, sobald ich sie wegstelle, ist sie noch trauriger. Und ich gieße sie schon jeden Tag, damit sie nicht ganz so die Köpfe hängen lässt, aber sie hängt trotzdem. So, schönes Feiertagsfrühstück. Ich mache mir 2 Spiegeleier auf Toast. Und Insta hilft mir dabei. Genau. Übrigens bin ich jetzt auf Kevin allein in New York umgeschwenkt. Also, ich brate jetzt noch mein Ei zu Ende. Und schneide mir noch einen Apfel auf. Oder eine Banane, nee, einen Apfel. Und guck dann Kevin allein in New York zu Ende und freue mich darüber, dass ich an manchen von diesen Orten tatsächlich schon war. So, wir schauen uns mal meinen Untergang an. Ich lasse das jetzt laufen, der ist 13 und hat so ziemlich alles gemaxt. Ich mit meinen 12 auf Level 12 mit vielen 11er Karten noch, ich habe doch keine Chance. Und der Wichser geht jetzt nur von der Seite. Ich kann es nicht fassen. Was macht denn der eigentlich für einen Scheißdreck? Ich spiele nicht mehr. Der kann sich einfach mal ein bisschen mehr Mühe geben, finde ich. So leicht hat er noch nie gewonnen. Na also. Also. Jetzt habe ich den Tag entspannt gestartet. Ich habe gefrühstückt. Es ist jetzt 9:30. Jetzt habe ich Langeweile. So volle Kanne Langeweile. Katzen schlafen, sind gefüttert. Kevin allein in New York ist nicht mehr so geil, wie es früher einfach mal war. Also läuft jetzt noch im Hintergrund, aber irgendwie so bläh. Das habe ich bei Clash ein paar Mal verloren. Jetzt ist Wartungspause, jetzt kann ich noch nicht mal weiter verlieren und frustriert sein. Auf Sims habe ich heute nicht so wirklich Lust, muss ich gestehen. Dann ist es schon sehr schön und eigentlich würde ich gern raus, aber irgendwie, es ist ja Feiertag, es ist nichts offen, nichts da. Ich hätte auch kein Geld, um irgendwas zu machen, also mal abgesehen davon. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Wir werden mal schauen. Also Langeweile ist nur eine Ausrede, habe ich festgestellt. Ich sitze jetzt in der Küche, ich arbeite an Innis Geschenk. Was ja auch Spaß macht, ne? So, und da schon wieder Katzenhaar. So, und wir melden uns nachher. Ich melde mich nachher. 11:30, ich mache jetzt mal eine Pause. Ich mache mir mal einen Tee. Und guck mal wieder auf was anderes, um meine Augen wieder zu entspannen. Genau. Und ich würde so gerne zeigen, was ich mache, aber ich habe eine scheiß Angst davor, dass Annie das jetzt schon so scheiße findet, was sie von mir kriegt, dass ich ihr, keine Ahnung, es ist selbst gemacht und es ist mit viel Liebe gemacht und es hat einen Sinn und trotzdem weiß ich nicht, ob es ihr gefällt. Ich habe Angst, das muss ich gestehen, ich habe ein bisschen Angst, Annie, dass es dir nicht gefällt, so, und naja, ich mache es trotzdem fertig, weil, ja, wer weiß. Milo ist jetzt auch aufgestanden. Es ist 10:50. Genau, er hat so lange geschlafen. Von nach dem Essen. Huch, was ist denn das? Irgendwie ist da was an meinem Fingerchen.
So. Es ist jetzt kurz nach drei. Nee, kurz vor drei, 10 vor drei. Ich snacke was. Eine halbe Banane und was von meinem Kürbiskuchen und Cappuccino. Und da haben wir schon jemanden, der auch Hunger hat und der die ganze Zeit nur schnurrt und sagt, ich auch, ich auch. Aber du hast schon einen Snack bekommen. Sag mal, ja, das reicht mir aber nicht. Muss aber, muss aber. Muss aber, muss aber. Muss aber, muss aber. Außerdem laufen wir aufs Töchter. Und ich habe hier den Schnubbeli, der gleich bestimmt wieder anfängt. Mit seinem Milchtritt. Ich glaube, der ist heute ein bisschen schnupfig. Zumindest hört er sich so an. Genau. Und ich habe vorhin die Gunst der Stunde genutzt. Und im Bad. Es fühlt sich gut an, mal wieder saubere Haare zu haben. Ich bin nämlich tatsächlich mittlerweile an einem... Ja, zeig mir deinen Hintern. An einem Rhythmus angekommen. Hey, nein. Wo ich nur noch montags und donnerstags meine Haare waschen muss. Finde ich richtig großartig. Aber es fühlt sich schön an. Milo, der arme Schnuff, ist wieder ein bisschen erkältet. Ich glaube, dem war das heute Nacht zu kalt bei mir. Gell? Der hat so richtig schön Schnotten. Habe ich gerade erstmal weggemacht. Ja. Armes Baby. Armes Baby. Ich habe mal so ein bisschen mein Footage durchgeguckt und ich habe gedacht, alter Falter, in diesem Pulli sieht es aus, als hätte ich die Oberweite Deluxe, ey. Habe ich nicht. Keine Sorge. Ich weiß nicht, warum das bei dem so wirkt, aber genau, ich komme heute, wenn ich Glück habe, auf 3 Minuten. Okay, es ist aber auch erst irgendwie jetzt halt 4 oder so, noch nicht mal. Ich weiß nicht, was ich heute noch tun soll. Ich habe die Langeweile hoch 15. Ich könnte so brechen. So langweilig ist mir. Lucy, da ist es staubig drin. Da musst du gleich niesen. Gerade die Ingels. Da geht es um die Frage, ob Nellys Baby jüdisch oder christlich wird. So, und das hier ist so typisch. Es ist einfach Katze. Karton plus Katze gleich immer und eher auch eine Aufhabachtstellung, gell? Und ich habe sogar eine Kiste in der Kiste. Ich glaube, das ist der Luxus schlechthin für Lucy. Das findest du gut, hä? Das ist gut, hä? Und da guckt euch in einer. Der will auch. Lucy, was machen wir denn jetzt? Wenn Milo kommt. Milo kommt auch gucken. Du darfst gucken, aber nicht hauen. Ja, seid schön lieb. Das könnte jetzt voll der Fight werden, nur so zur Info. Könnte, muss aber nicht. Lucy ist ein bisschen vorsichtig. Milo ist noch unsicher, was er machen soll. Aber ich kann mir vorstellen, dass er sich da jetzt auch einfach nur in diese Lücke legt. Oder geht. Beste Outcome, hä? Die hat gerade volle Kanne ausgeholt. Volle Kanne ausgeholt. Der arme Kerl ist jetzt mal stiften gegangen. Was sollte das denn? Du sitzt da so, als könntest du kein Wässerchen trüben. Ja, das habt ihr jetzt davon. Jetzt gab es ein bisschen Katzenspam und da unten wird schon gegähnt. Genau. Ja, ich habe heute mal den großen Teil des großen Regals
und Lucy läuft. An DVD ist weggepackt. Die brauche ich ja gerade nicht. Und deswegen ist da so viel Platz. Ja, ich sollte erst staubwischen, bevor sie da durchlaufen, weil sonst niesen sie wieder wie blöd. Jetzt ist natürlich er drin. Sie ist weg und jetzt ist er drin. Muss erstmal ausloten, was hier eigentlich los ist. Ja, hast du was gefunden zum Spielen? Ich hatte gerade voll den Mega-Fail. Ich weiß nicht, ob ihr noch seht, dass die noch nass sind. Ich musste alles ausspülen, weil hier unten drinne sich eine Flüssigkeit gebildet hat von einer von diesen Dosen, die einfach aufgeplatzt ist, aber andersrum stand. So, das sind jetzt die Snacks, die ich behalten konnte. Und eine von diesen, die ich gerade frisch aufgemacht, die war oben nicht richtig zu, ist jetzt total hinüber. Kann ich wegschmeißen. Also ich muss überlegen. Das war jetzt echt Mist. Hui! Einmal Hitze bitte. Und nicht fokussieren. Also, das ist Spitzkohl und Mais, Zwiebeln und ein ganz bisschen Speck, einfach für den Geschmack, mit Weißwein. Und da sind Bandnudeln, die kommen nachher da noch mit rein. Das wird mein Abendessen. Und ich freue mich so mega. Ich wollte gerade anfangen. Jetzt sitzt, glaube ich, Lucy hier unterm Sofa. Das war gut, dass sie jetzt was gegessen hatte. Ich habe echt Hunger. Ich beende das dann für heute. Es ist jetzt abends. Ich werde nichts mehr machen. Ich werde eh nicht mehr vloggen, glaube ich. Dann schneide ich es lieber und lade es hoch. Ich gucke jetzt noch so ein paar Minuten unsere kleine Farm weiter und lasse Lucy hier an der, was ist das hier? Ja, am Sofa rumeiern und dann sehen wir uns morgen wieder. Tschüssi.